und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder in Glenumbra und wir haben irgendwo hinter uns eine Quest, der wir nachgehen sollten. Die war das nicht? Ah ja, da hinten ist er. Beim Vella. Was ist? Ich fürchte, wir haben im Moment einen kleinen Notfall. Ich suche nach einer Jägerin, die Gloria Fausta heißt. Ich fürchte, ich kenne niemanden, der diesen Namen trägt. Unser Herzog wurde entführt. Vielleicht wurde sie zusammen mit ihm verschleppt. Diesen Blutdorn-Bastarden würde ich das auf jeden Fall zutrauen. Wir haben ein kleines Problem mit Herzog Sebastian von Kamlorn. Vielleicht könntet ihr helfen, den Herzog aus einer eher heiklen Situation zu befreien. Was ist geschehen? Unsere unfähige Stadtwache hat zugelassen, dass der Herzog entführt wurde. Das ist passiert. Bitte, ihr seht aus, als wüsstet ihr, was ihr tut. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte uns doch sicher helfen. Wer hat den Herzog entführt? Dieser verdammte Blutdorn-Kult. Wer weiß schon, was der Kult vorhat, jetzt wo in Kamlorn Chaos herrscht und der Herzog außer Gefecht gesetzt ist. Wenigstens ist die Löwengarde endlich angekommen. Sprecht mit Leutnant Harim, wenn ihr helfen wollt. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, soll er in der Nähe des Leuchtturms sein. Ich werde mit Leutnant Harim reden. Leutnant Harim hat sich in der Nähe des Leuchtturms umgesehen. Vielleicht hat er inzwischen herausgefunden, wo die Blutdornen den Herzog gefangen halten. Erzählt mir von Herzog Sebastian. Warum? Seine Hoheit ist der Herzog von Kamlorn. Was bleibt da noch zu sagen? Er liebt seine Untertanen und sie lieben ihn. Er wurde von Foulshoe und seinen Werwölfen aus Kamlorn vertrieben. Nun regiert er aus seinem Exil in Altwelden. Nun, zumindest tat er das vor seiner Entführung. Wer ist Foulshoe? Foulshoe ist ein schrecklicher Unhold. Er führt die Werwölfe an, die Kamlorn angegriffen haben, und er hat die rechtmäßigen Herrscher gezwungen, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Ihr habt wirklich keine Ahnung, was der Blutdornkult vorhat? Ich könnte raten. Da der Großteil unserer Kräfte mit der Belagerung von Kamlorn gebunden ist, sind wir hier deutlich unterbesetzt. Und offen gesagt ist die örtliche Wache keine Hilfe. Ohne den Herzog kann der Feind Altwelden einnehmen. Dann fallen sie unseren Truppen in Kamlorn in den Rücken. Aber das ist nur geraten. Ja, angeblich wollen die Kamlorn zurückerobern. Achso, das war jetzt nicht darauf bezogen, was er jetzt mir gerade gesagt hat. Ich weiß, ich muss nach unten, aber ich wollte hier oben den Wegschrein noch mal kurz freilegen. So, wo ist denn unser Ziel? Der Leutnant. Moment, da muss ich darum. Ja, doch, dem Weg folgen und dann, okay. Machen wir das mal. Jetzt habe ich natürlich das Buch übersehen. So, eigentlich sollte er. Da ist er. Hallöchen. Ich muss mal kurz den Leuchttäubling neben dir nehmen. Och ja, hau doch schon ab, bevor du das überhaupt eingesammelt hast. Kein Problem. So, jetzt aber. Gebt auf euch Acht. Hier wimmelt es nur so vor Blutdornkultisten. Ach, die Stimme kenne ich aber auch. Ich bin hier, um bei der Rettung des Herzogs zu helfen. Ich könnte einen erfahrenen Krieger gebrauchen. Es hat keinen Sinn, sich auf die örtliche Wache zu verlassen. Sie sind einfach überfordert. Der Herzog ist im Leuchtturm und wird von Blutdornen bewacht. Ich wollte erst auf Verstärkung warten, bevor ich etwas unternehme. Ich werde den Herzog retten. Ihr seid aber wagemutig. Nun gut, wenn die Verstärkung eintrifft, werden wir aufpassen, dass keiner der Kultisten entwischen kann. Und wenn euer Plan nicht aufgeht, erheben wir später in der Taverne in eurem Gedenken die Becher. Warum ist die Löwengarde hier? Wir sollten dem Herzog zusätzlichen Schutz bieten und verhindern, dass so etwas passiert. Zu schade, dass wir nicht früher hier waren. Die örtliche Wache war einfach nicht auf eine Konfrontation mit Blutdornen vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, hat ja wunderbar funktioniert. So, findet den Herzog. Ich könnte jetzt mit euch kämpfen, aber es geht schneller, wenn ich hier überall durchlaufe, wo es geht. Es geht natürlich leider nicht überall.
So, das wäre dann hier. Ah, sehr schön. Wieder so ein Teil, wo man wieder alles anklicken kann, sofern man ESO Plus hat natürlich nur. Ich meine, man kann auch so alles anklicken, aber ist natürlich die Frage, was man dann mitnimmt, beziehungsweise was man dann, ja, davon sammelt. So, was ist mit dir? Ach da. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Ihr seht nicht wie ein Blutdorn-Kultist aus. Ich vermute, dass dies ein Rettungsversuch ist. Ja, Typ ist irgendwie cool. Ja, ich bin hier, um euch zu retten. Die Göttlichen seien gepriesen. Die Kultisten halten mich mit Hilfe dieser Fokuskristalle gefangen. Ich bin in magischen Dingen zwar nicht unbewandert, aber innerhalb dieses Schutzzaubers bin ich machtlos. Ich werde die Kristalle zerstören. Das hatte ich gerade schon vor. Weil wenn ich irgendwo Kristalle sehe, ist mein erster Trieb natürlich, die zu zerstören. Endlich frei. Und jetzt schnell weg von hier. Aber da gibt es noch eine Sache. Was denn genau? Danke, meine Freundin. Aber ich bin nicht der einzige Gefangene des Kults. Wen haben Sie sonst noch entführt? Ich habe die Kultisten belauscht. Sie haben eine Gefangene, die eine Gefahr für Faulschuh, den Anführer der Werwölfe, darstellt. Sie haben vor, sie hinzurichten. Falls sie wirklich eine Gefahr für ihn ist, dann scheint es wichtig zu sein, dass wir sie retten. Ich werde sie finden und befreien. Sehr gut. Ich werde nach Altfelden zurückkehren. Trefft mich dort, nachdem ihr diese mysteriöse Frau gerettet habt. Also wenn die schon von einer mysteriösen Frau sprechen, ich weiß es ja nicht, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, aber kann das sein, dass wir sie dann kennen? Dass das jemand ist, auf den wir schon mal getroffen, die wir schon mal getroffen haben? Da hinten das Haus, ne? Befreit die zweite Gefangene. Hallöchen. Doch nicht. Ach nee, ja, Gloria Fauster. Moment, ich befreie dich sofort. Es geht sofort weiter. Aber ist der tot oder ruht er sich nur aus? War das der Typ, der auf die Gefangene aufpassen soll? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich bin mir sicher, dass ich Schweinefleisch brauche. Basti, könntest du vielleicht mal so ein bisschen weggehen? Seid ihr nicht ein wenig zu klein, um mich hinzurichten? Ihr könnt ja nicht einmal die Axt heben. Geschweige denn all das Blut ertragen. Oh, wenn die wüsste. Spart euch die Beleidigung für die Blutdornen. Ich bin hier, um euch zu befreien. Fantastisch. Schneidet mich los. Wir werden diese Hunde von Blutdornen töten und dann Faulschuh und seinen Werwölfen nachsetzen. Herzog Sebastian wird zuerst mit euch reden wollen. Sebastian? Wir haben nicht viel Zeit für... Oh. Na schön. Wir werden mit dem Herzog reden. Dann lasst uns gehen, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Was für eine Gefahr stellt ihr für Faulschuh dar? Sagen wir einfach, ich habe etwas Hintergrundwissen, das euch helfen könnte, dieser räudigen Töle den Garaus zu machen. Nun befreit mich aus diesen Fesseln. Also ich würde mal glatt behaupten von der Logik her, dass das vielleicht mit der Sache mit dem Werwolf zu tun haben könnte. Haltet still, ich schneide euch los. Ich danke euch, meine Freundin. Das war eindeutig zu knapp. Wir sehen uns in Altfelden. Ich dachte, ja, doch, der hatte ja gesagt, dass er zurück wollte, ne? Ja, stimmt. Okay, dann würde ich sagen, reiten wir auch zurück. Einmal hier ums Eck. Da war noch ein Koboldschemel. Die ganzen guten Pilze muss ich liegen lassen. So, Bündniswache, das ist schön. Wir sind also da. Die Frage ist nur hier. Aber sie ist noch nicht da. Ach doch. Hier bin ich also, sicher und wohlbehalten, zurück in Altfelden. Das habe ich euch zu verdanken. Habt ihr mit Gloria gesprochen? Ja, und ich teile eure Bedenken über Kamlorn und Altfelden. Wir müssen uns ein für alle Mal um diese Werwölfe kümmern. Ich hoffe darauf, euch für diese Sache gewinnen zu können. Gloria vermutet, dass Faulschuss-Agenten unter uns sind. Selbst jetzt. Werwölfe? Hier in Altfelden? In der Tat. Sie verstecken sich in menschlicher Gestalt. Genauso haben sie es in Kamlorn gemacht, bevor sie zuschlugen. Wir müssen sie finden und vernichten, bevor Altfelden das gleiche Schicksal erleidet wie das arme Kamlorn.
Wie kann ich die getarnten Werwölfe entdecken? Gloria sagt, man könnte dieses Amulett einsetzen, um getarnte Werwölfe aufzuspüren. Ich bin sicher, dass sie euch mehr darüber erzählen kann. Wenn hier Werwölfe sind, werde ich sie finden. Gloria. Ich weiß, warum ihr hier seid. Aber woher ich das Amulett habe, diskutieren wir ein anderes Mal. Seid einfach vorsichtig. Die Werwölfe werden es nicht mögen, wenn ihre Geheimnisse enthüllt werden. Wie funktioniert das Amulett? Ich bin da keine Expertin. Aber Hircine ist der dädrische Fürst der Tiermenschen. Das Amulett trägt Hircines Ruf. Werwölfe können dem Ruf nicht widerstehen. Er zwingt sie, ihre wahre Gestalt zu zeigen. Ziemlich nützlich, was? Hircines Ruf? Wisst ihr denn gar nichts? Hircine, der Schöpfer und Hüter aller Wehrkreaturen. Hircines Ruf nun, er richtet sich an ihr wahres Wesen. Er enthüllt sie als die Bestien, die sie in Wahrheit sind. Ihr scheint viel über Werwölfe zu wissen. Na und? Habt ihr nicht ein paar Werwölfe aufzuspüren? Ich interessiere mich für eure Geschichte. Ich habe euch immerhin das Leben gerettet. Nun gut, in Ordnung. Hier kommt die finstere Wahrheit. Ich bin mit Faulchu verwandt. Er ist mein Vorfahre. Jeden Tag müssen meine Familie und ich mit der Schande über all das Grauen leben, das er in die Welt gebracht hat. Und nun ist er zurück. Deshalb jage ich Werwölfe. Und töte sie. Ja, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ich habe gerade so ein bisschen gezögert, in Anführungszeichen. Allerdings nur deswegen, weil ich am Überlegen war, es wäre jetzt eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. Also nicht heute, weil dazu brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit. Nämlich jemanden, der mich beißen könnte. Aber das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mit euch mal diese Verwandlung zum Werwolf mitzumachen. Wo ihr sowas genau machen könnt, wenn einer euch zum Werwolf beißt. Wie das Ganze stattfindet, weil da gibt es dann nochmal eine kleine Quest dazu. Und wenn ich dran denke, was ich hoffe, dann gucke ich, dass ich das mal an eine der nächsten Folgen dranhänge oder als Einzelfolge mache. Mal schauen, wie lange das ist. Also ich habe es jetzt nicht so lange im Kopf. Also ich werde mich da auf jeden Fall mal schlau machen, wer gerade ein Biss frei hat. Und passt, dann werde ich das einfach mal machen und mit ins Let's Play packen. So, enttarnt die Werwölfe. Das Problem ist... Achso, doch, ich kann es hier benutzen. Ich verstehe nicht. Wir wurden entdeckt. Angriff! Angriff! Es tut mir leid. Ich weiß, dass die Werwölfe nicht alle böse sind. Es brennt! Meine Haut! Sie steht in Flammen! Für Faulchu! Für den Sieg! Nutzt meine Macht! Hallo? Geht's noch? So. Du siehst mir auch aus, als wärst du ein Werwolf. Das war seltsam. Was ist da gerade passiert? Einmal sage ich, du siehst mir aus, als wärst du ein Werwolf, und schon ist es keiner. Aber ja, klar. Mit der kann ich nur reden. Dann schauen wir doch mal. Guck mal. Ah, nee, mit der will ich nicht reden. Willkommen. Nein, nein. Der Schmerz. Es schmerzt. Ich werde an euren Knochen nagen und euer Blut trinken. Warum? Ich mag deine Synchronstimme doch so. Obwohl, als Werwolf wäre die bestimmt auch cool gewesen. Das war seltsam. Was ist da gerade passiert? Ach, nix, nix. Da unten ist noch eine. Hallöchen. Was? Was geschieht mit mir? Altfelden muss fallen. Für Klaue und Zahn. Für Klaue und Zahn. Das hört sich irgendwie schon seltsam an. Naja. Hier ist irgendwas am Leuchten. Ich dachte zuerst, da wäre ein Buch drin. Aber das ist auch schon wieder außerhalb vom Bereich. Okay, dann nehmen wir mal... jemand anderen. Die lief eben schon hier rum. Können wir hier so rüber? Ja. Was ist mit dir? Mit der kann ich auch nur... Achso, das war wegen dem Stehlen. Ach, guck mal. Das war seltsam. Was ist da gerade passiert? Ich bin mir nicht sicher, aber du verwandelst dich nicht. Also... was ist mit dir? Es brennt! Meine Haut! Sie steht in... Wir wurden entdeckt! Angriff!
Angriff! So, sprecht mit dem Herzog. Geht mir aus dem Weg, da sind bestimmt noch ganz viele von den Wölfen dazwischen. Aber wir brauchen nur 5. Herzog. Sind Sie hier? Faulschuss, verfluchte Nachkommen sind hier in Altfelden. Ich fürchte, es ist so, Euer Gnaden. Also hatte Gloria recht. Ich schätze, ich hätte es wissen müssen. Zumindest werden wir das nächste Mal besser vorbereitet sein. Anscheinend stehe ich wieder einmal in eurer Schuld. Zumindest wissen wir jetzt, womit wir es zu tun haben. In der Zwischenzeit hat Gloria etwas Wichtiges über Faulschuss Aufstieg zur Macht entdeckt. Was konnte Gloria herausfinden? Gloria sagt, dieser Faulschuh wäre aus dem Totenreich beschworen worden. Wenn das schon einmal geschehen konnte, wie sollen wir diesen Schurken dann überhaupt aufhalten? Nun, wie dem auch sei, Gloria braucht einen lebenden Werwolf, um mehr herauszufinden. Könnt ihr einen für sie fangen? Wie kann ich einen lebenden Werwolf fangen? Redet mit Feldwebel Armuil. Seine Soldaten haben sich den Werwölfen in Camlorn gestellt und eine dieser Bestien gefangen. Er kann euch beraten. Dann trefft Gloria in der Höhle im Osten, am anderen Ufer der Bucht. Dort wird sie den nötigen Ritus abhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie man Faulschuh besiegen kann. Okay. Sobald ihr einen Werwolf gefangen habt, trefft mich in der Höhle gegenüber der Bucht. Ich hasse es, die Jagd zu verpassen. Aber ich muss die Höhle für unseren widerwilligen Gast vorbereiten. Erzählt mir von dem Ritual, das ihr durchführen wollt. Faulschuh ist vor langer, langer Zeit gestorben. Und nun wieder von den Toten auferstanden. Ich möchte herausfinden, wer schuld daran ist. Man kann die Geschichte eines Werwolferzeugers aus dem Blut seiner Nachkommen lesen. Deshalb müssen wir einen Werwolf fangen. Seid ihr nicht auch Faulschuhs Nachkomme? Wenn das ein Scherz war, finde ich ihn nicht lustig. Geht und fangt mir einen Werwolf. Ich habe Dinge zu tun. Hier rumstehen und in der Gegend, posieren, ne? Ja, wir müssten da oben hin. Das ist eigentlich gar nicht so weit. Ich bin mir aber nicht sicher, wie weit diese Geschichte jetzt hier noch geht. Ja, und ich werde hier definitiv 2 Teile aneinander schneiden. Deswegen lauft nicht weg, es geht direkt weiter. Und zwar sollen wir mit einem Erbe von Zähnen und Klauen weitermachen. Ich gebe zu, ich habe vergessen nachzufragen, ob mich jemand beißen könnte auf einem anderen Char. Weil auf dem Magiker-Char ist es ja sinnlos. Ja, stalkt mich doch nicht immer. Bär, hau ab. was ich sagen wollte, auf diesem Char ist es natürlich sinnlos, ein Werwolf zu werden, weil das geht ja in erster Linie für, oder das hat positive Vorteile für Stamina-Chars. Deswegen, ich muss mir echt mal eine Notiz machen, dass ich daran denke, dass ich das mal anfrage. Egal, so oder so, es geht weiter mit ein Erbe von Zähnen und Klauen. Ich habe es satt, dieses Provinznest zu beschützen. In Camlorn wartet Arbeit auf uns und... Oh, tut mir leid. Ich dachte, ihr seid einer meiner Soldaten. Der Herzog meinte, ihr könntet mir helfen. Ich muss einen Werwolf fangen. Ah, richtig. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir hatten in Camlorn tatsächlich einen Werwolf gefangen. Zumindest vorübergehend. Meine Kampfmagierin Lexi hat das geschafft. Sie sollte euch helfen können. Lexi, vortreten, wenn's recht ist. Ja, wo ist sie denn? Okay, sie ist nicht da. Wir sollen einfach mal hinten rein. Na gut, ich dachte, sie kommt jetzt mit. Aber dann eben nicht. Jemand hat mir erzählt, dass die Bibliothek der Dämmerung eine Falle für schlaue Leute ist. Ich schätze mal, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Ne, du hast garantiert nichts zu befürchten, so wie sich das hier anhört. Das Lager des Wolfs. Das ist aber jetzt nicht unsere Quest. Was soll man denn jetzt genau machen? Fangt einen Werwolf. Ja, wie soll ich den denn fangen? Hallo? Sie ist mitgekommen. Ach,
Dann ist sie doch... Ah ja, okay. Dann verstehe ich das. So, und nun? Macht sie auch irgendwas? Hilft sie mir? Hallo, Dixies Talisman? Dieses Mal habe ich es wohl übertrieben. Suchen wir uns einen neuen. Nein, das war mein dummdämlicher Begleiter, der es übertrieben hat. Wenn das so weitergeht, muss ich den wieder... Na, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, machen wir noch mal ein bisschen. Komm, mach. Hab ihn. Oh, nein, doch nicht. Schlammkrabben. Jetzt brauchen wir einen neuen Werwolf. Oh, dein Ernst, wegen diesen... Also, Basti ist super als Tank, ja, aber... Nee. Er kriegt's irgendwie nicht hin. Na komm. Komm zu mir. Komm zu mir. So. Lexi, jetzt. Es hat funktioniert. Geht doch. Bei Julianus, es hat funktioniert. So. Das sollte den hässlichen Köter aus... Bringt den Werwolf in die Höhle. Ich sage Feldwebel Armoil, dass es geklappt hat. Hallo, süßer Werwolf. Ja, komm mal mit mir mit. Du bist ja bestimmt so schnell wie mein Pferd, oder? Moment, seid auf der Hut, Fremde. Moment, der Blutdornkult treibt in den Fennen sein Unwesen. Hm, macht nichts, wir müssen nur eine Höhle finden. Ich wünschte, ich hätte mehr von einem Kämpfer. Hallo, diese Höhle. Können jeden Augenblick zurückkommen. Ja, ich kann gerade nicht. Ich habe gerade eine Quest vor mir. Ahnenseide, Ahnenseide ist immer wichtig. Die nehmen wir mit. Und natürlich Nirnwurz. Das kriege ich leider auch nicht so häufig. Das nehmen wir auch mit. So, ab in die Höhle. Da sind schon ganz viele Tote. Ich glaube, da sind schon einige von den Experimenten sind hier schon missglückt, so wie es aussieht. Wo ist Gloria Faust da? Die hat irgendwie so einen glorreichen Namen, finde ich. Komm mit, mein Hündchen. Mein Werwölfchen. Oh, guck mal. Da kommt gerade noch mal was. Flinks Silbererz ist ja so eine Sache, die sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen, weil die kriegt man ja irgendwann nicht mehr. Wo läuft denn hin? Ihr habt einen gefangen. Gut. Bringt ihn in den Kreis. Nun gut, was machen wir jetzt? Ich werde eine Verbindung zwischen uns dreien herstellen. Wir werden in die Vergangenheit des Werwolfs blicken können. Und damit hoffentlich auch in Faulschuhs Vergangenheit. Die Verbindung zwischen einem Erzeuger und seinen Nachkommen ist stark. Ja. Da hinten kommt einer. Jetzt wird der Werwolffürst Molag Baals wahre Bestimmung erfüllen. Erhebe dich, Diener. Erhebe dich von den Toten. Ich diene niemandem, Regmann. Diene oder leide, Köter. Ich habe dich an meinen Willen gebunden. Glen Umbras Zerstörung ist nun dein einziges Ziel. Heute unterwerfe ich mich euch, Angoth. Aber eines Tages werde ich euch das Herz herausreißen und es verschlingen. Leere Drohung von Molag Baals neuestem Sklaven. Komm, Faulschuh. Wir haben etwas zu erledigen. Ja, es ist schade, dass andere Spieler dann immer mitten ins Bild rennen müssen. Ich wollte das eigentlich so schön aufgenommen haben. Das hat mir immer der Weg gemacht. Also war es Angoth. Ich wusste doch, dass ich den Gestank von etwas wirklich Bösem wahrgenommen hatte. Faulschuh und Angoth arbeiten zusammen. Was glaubt ihr, was das alles zu bedeuten hat? Ihr habt es auch gesehen. Um Faulschuh ein für alle Mal aufzuhalten, müssen wir Angoth ein Ende bereiten. Eine schwere Aufgabe, aber nicht unmöglich. Wartet, der Werwolf hat anscheinend etwas zu sagen. Ihr Narren, euer Herzog wurde mit Hersines Fluch gesegnet. Er wird alles zerstören, was er liebt. Ihr habt versagt. Angoth hat euer Schicksal besiegelt. Der Herzog war infiziert? Oh, das hatte ich befürchtet. Aber ich hatte auf das Gegenteil gehofft. Ich habe ihn im Auge behalten, falls der Wandel über ihn kommt. Wir müssen etwas tun. Faulschuh war mir immer einen Schritt voraus. Dieses Versagen geht auf meine Kappe. Aber wir können das hier und jetzt lösen.
Ich muss sterben. Und ihr müsst mein Blut nehmen. Was? Wir verschwenden Zeit. Ich muss sterben, damit ihr mein Blut nehmen könnt. Sofern es rechtzeitig verabreicht wird, kann das Blut eines Meisters seine Brut heilen. Ihr wisst, dass ich eine Nachfahrin Fa'ulchus bin. Wenn der Herzog mein Blut trinkt, wird er vom Fluch erlöst. Ich verstehe es nur nicht ganz, weil dann soll sie sich doch einfach irgendwie in den Arm schneiden oder so und mir ein bisschen Blut geben. Also sie muss ja nicht direkt sterben, das ist ja total unlogisch dann. Und sie sagt ja, damit ihr mein Blut nehmen könnt, ich kann ja auch nicht die ganze Leiche mitnehmen, dass er die dann komplett auffrisst. Also würde es ja reichen, wenn sie, keine Ahnung, da so ein halbes Glas oder sowas abzapft. Das ist ja total bescheuert. Ich sag mal, nein, nicht so. Wir brauchen euch lebendig. Ich werde mich um den Herzog kümmern. Verdammt! Ich hoffe, dass eure noble Einstellung nicht allen anderen den Tod bringt. Nun gut. Ich schätze, dass ich noch lange genug leben werde, um diese Sache zu Ende zu bringen. Lasst uns gehen, bevor es zu spät ist. Ich werde euch in Altfelden treffen. Ich bring dich doch nicht um. Ich finde dich sehr sympathisch, ja? Da bringe ich dich doch nicht um, nur damit irgend so ein saudummer Herzog. Naja, okay, nee. Das war der Gute, ne? Das war der Nette. Na gut. Das mit dem saudumm habe ich jetzt mal nicht gesagt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier gerade war. Ich glaube, das war vom Arkanisten. Warum der jetzt hier ein Portal gemacht hat und nicht da in der Nähe war, weiß ich jetzt allerdings nicht so genau. Ich habe zuerst gedacht, Gegner kommen, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Da müssen wir hin in die Richtung, ne? Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Ich denke mal ein Stück übers Wasser. Das ist nämlich die... Ja. Du siehst mich nicht. Ich kann vorher mal eben auf mein Pferd springen. So. Wo ist er denn jetzt genau? Hier noch über die Brücke drüber. Nein, die Gilde braucht mich jetzt nicht. Danke der Nachfrage. Ich habe mich um was Wichtiges zu kümmern. Da ist er. Tut mir leid. Ich hätte euch davon erzählen sollen. Ich dachte, ich werde schon damit fertig. Aber ich habe mich getäuscht. Euer Hoheit, wir wissen von dem Fluch, der auf euch liegt. Ja, ich verstehe nur zu gut. Ich bitte nur um einen einzigen Gefallen. Lasst mich Abschied von meiner Frau und Tochter nehmen. Sie sind dort drin. Es wird nur einen Augenblick dauern. Danach könnt ihr tun, was getan werden muss. Der steht schon so komisch hier, ne? Und sie hat gesagt, dass es dringlich ist. Das Problem ist, wenn wir ihn jetzt reinlassen, wird er dann... seine Familie angreifen? Ich werde hier auf eure Rückkehr warten. Das wäre natürlich bescheuert. Also, ich würde hier gerne sagen, natürlich, verabschiedet euch, ich bleibe hier draußen. Aber er sieht halt so aus, als ob er kurz vor der Verwandlung steht, ne? Oder er hat eben... an Flotten oder so. Also hat irgendwas mit Magen. Eins von beiden. Und sie hat ja auch gesagt, die Zeit drängt. Also gehe ich mal davon aus, ist es wahrscheinlich besser. Nein, ich kann dieses Risiko nicht eingehen, aber ich werde euch nicht töten. Gloria fangt ihn. Aber das hört sich so bestialisch an irgendwie. Oh Gott, ich hoffe, der tötet die jetzt nicht. Appetitlich. Vielen Dank. Okay. Das war ein Fehler. Es tut mir leid, ich hätte das zweite nehmen sollen. Ich hab's gewusst. Ja, ich hab mal wieder Scheiße gebaut, Gloria. Und nu? Er hat sie getötet, nicht wahr? Bei Stender. Das ist noch ein Punkt, den wir mit Fa'ulchu begleichen müssen. Es ist mein Fehler.
Ich hätte früher handeln sollen. Ich hätte nicht auf den Beweis warten sollen, dass der Herzog infiziert ist. Ihr konntet keine Gewissenheit haben. Ihr solltet keine Unschuldigen töten. Ein recht schwacher Trost. Kammerherr Weller und ich werden die Leiche des Herzogs verbrennen. Heimlich natürlich. Niemand muss wissen, was hier geschehen ist. Das war eine üble Angelegenheit. Lasst sie uns zu Ende bringen. Ja, und wir haben eine einhändige Axt vom Fell des Werwolfs bekommen. Der Herzog von Camlon ist also tot. Es wird jetzt nicht einfach, seine Stadt wieder aufzubauen. Gibt es noch etwas, das wir für Camlon tun können? Also wirklich für sie tun können und nicht wie ich jetzt gerade das Gegenteil? Faulschuh wurde schon einmal wieder zum Leben erweckt. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht wieder geschehen kann. Wie verhindern wir das? Der Herzog lässt die Forscher der Magiergilde an diesem Problem arbeiten. Sie sollen herausfinden, wie Faulschuh ursprünglich starb. Wenn ihr helfen wollt, dann findet ihr sie am Glen Umbramoor, dem Schlachtfeld, auf dem Faulschuh das erste Mal starb. Ich bin auf dem Weg. Ja, und hier ist dann tatsächlich der Moment, wo ich einen kleinen Cut machen werde, weil die Folge danach sonst zu lange gewesen wäre. Ich sag mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.